Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum Thema Marihuana gibt es passenderweise viele rauschhafte Fantasien. Ich möchte heute zu den wissenschaftlichen Fakten sprechen und werde darauf eingehen, dass die Behauptungen von FDP, Linken und Bündnis 90 die Grünen teilweise nicht der Realität entsprechen. Es wird behauptet, dass durch die Abkehr von Repressionen Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz entlastet werden würden. Fakt ist aber, dass mit dieser Argumentation alle Drogen weitestgehend freigestellt werden müssten. Behauptet wird auch oft, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel könnte einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten, weil dadurch die Qualität von Cannabisprodukten kontrollierbar wäre. Fakt ist aber, dass dann aus Gesundheitsgesichtspunkten alle Drogen kontrolliert abgegeben werden müssten. Auch wird behauptet, dass durch eine mögliche Besteuerung von Cannabisprodukten erhebliche Einnahmen erzielt werden würden, die so der Suchtprävention und Aufklärung zugeführt werden könnten. Fakt ist aber, dass erhebliche Steuereinnahmen aus dem Vertrieb von Cannabisprodukten nur dann zu erzielen sind, wenn möglichst viel Cannabis auch vertrieben wird. Das finde ich grotesk. Tabakwerbung verbieten wollen, aber Cannabiskonsum zu Steuerzwecken nutzen. Darüber hinaus wird sehr gerne behauptet, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis völlig risikolos sei. Fakt ist aber, dass dies schlichtweg falsch ist, da Cannabiskonsum mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Wie die jüngst veröffentlichte Capri-Studie der LMU München belegt, kann Cannabiskonsum zu psychischen Störungen wie Angststörungen, Depressionen, Suizidalität, bipolaren Störungen und sowie Psychosen führen. Vielfach wird auch behauptet, dass Cannabiskonsum die Arbeitsfähigkeit der Menschen nicht beeinträchtigt. Fakt ist aber, dass Cannabiskonsum zu vielseitigen kognitiven Beeinträchtigungen führt. In einer prospektiven Beobachtungsstudie aus dem Jahr 2016 in JAMA Intention Medicine konnte sich jeder zweite Teilnehmer in einem Test ein Wort weniger aus einer Liste von 15 Worten merken, wenn er seit 5 Jahren regelmäßig Marihuana geraucht hatte. Zudem würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nein, danke, jetzt bin ich gerade im Fluss. Zudem belegt die US-amerikanische Cardia-Studie, dass ein hoher Cannabiskonsum langfristig Spuren im verbalen Gedächtnis hinterlässt. Außerdem schnitten bei der Cardia-Studie Kiffer in Tests zur Verarbeitungsgeschwindigkeit, Exekutivfunktion und zum verbalen Gedächtnis umso schlechter ab, je mehr Cannabis sie gebraucht hatten. Besonders erschreckend ist bei dieser Studie, dass die Cannabiskonsumenten bei den Tests auch dann noch schlechter abschnitten, wenn sie mittlerweile auf Cannabis verzichteten. Fast alle seriösen Studien machen es mehr als deutlich, intensiver Cannabiskonsum macht einfach dumm. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein. Auch wird behauptet, dass Cannabis nicht gesundheitsgefährdend sei. Fakt ist, dass Cannabis das Risiko für respiratorische Symptome erhöht. Akut bewirkt Cannabiskonsum erweiterte Blutgefäße, Bluthochdruck, beschleunigten Puls. Dies kann ebenfalls der Capri-Studie entnommen werden. Behauptet wird zudem, dass Cannabiskonsum keine negativen gesellschaftlichen Folgen mit sich bringt. Fakt ist aber, dass die sozialen Folgen von Cannabiskonsum nicht zu vernachlässigen sind, wie ebenfalls die Capri-Studie belegt. Früher Beginn und häufiger Cannabiskonsum in der Jugend sind mit geringen Bildungschancen assoziiert. Auch wird behauptet, dass Cannabis nicht zur Abhängigkeit führen würde oder diese zumindest zu vernachlässigen wären. Fakt ist aber, dass die bereits viel zitierte Capri-Studie aufführt, dass in Europa die Zahl der Personen, die erstmals eine Suchtbehandlung wegen Cannabis-assoziierten Problemen beginnen, von 43.000 im Jahr 2006 auf 76.000 im Jahr 2015 gestiegen sind. Diese Entwicklung zeigt sich auch in Deutschland. Epidemiologische Studien schätzen sogar, dass ca. 9% aller Personen, die jemals Cannabis konsumiert haben, eine cannabisbezogene Störung entwickeln. Die vorgelegten Anträge sind für mich reiner Populismus. Mir geht es nicht darum, mich falsch anzubiedern, sondern um die Gesundheit der Menschen. Deshalb will ich eine Welt mit weniger als mit mehr Drogen. Vielen Dank. Verbieten.